Warum ich Buchbinder bin, ist einfach erklärt, weil ich als der Letztgeborene in der Familie zwangsweise Buchbinder lernen musste, um später den Betrieb zu übernehmen. Ja, mittlerweile in den letzten Jahren fast ausschließlich Privatkunden, die ihre einzelnen Bücher repariert haben wollen, restauriert haben wollen oder aber Werke neu eingebunden haben wollen. Früher, in den vergangenen 40 Jahren davor, habe ich viel für Werbeagenturen, Druckereien, Archive und große Betriebe gearbeitet. So. Mittlerweile, würde ich sagen, gibt es keine Konkurrenz mehr, weil wir in dem Bereich, in dem ich mich hier tummel, sind wir nur noch 5 oder 6 im Großbereich Hamburg. In den kleinen Orten, früher meinetwegen Plön oder Oldenburg oder Lübeck oder auch Bremen, gibt es überall keine Buchbinder mehr. Jedenfalls nicht von der Struktur, wie wir sie jetzt haben. Die etwas wohlhabenderen Buchbinder, so wie das mein Großvater war, die haben sich auch aus Prestigegründen umfangreiche Schrift- und Zierratsammlungen angeschafft, die damals alle aus Messinggravuren bestanden. Die kosten heute, würden heute ein horrendes Geld kosten, und das, was ich hier stehen habe, das würde ich mir freiwillig nicht angeschafft haben und auch gar nicht anschaffen können. Da wäre viel zu viel Geld reingegangen, und dann amortisiert sich das wiederum nicht. Dafür kommt es dann zu selten vor. Für mich ist Handwerk seit meinem 15. Lebensjahr der Lebensinhalt. Ich bin natürlich nicht ganz gesund. Die Knochen knacken überall und all so ein Kram. Aber so wie das jetzt ist, darf das gerne noch 10 Jahre bleiben oder so. Mit zunehmendem Alter bin ich mit meiner Arbeit häufiger zufrieden als früher. Das kann nun 2 Gründe haben. Einmal, dass die Wahrnehmungsfähigkeit gelitten hat. Oder aber, dass man besser geworden ist. Und ich nehme einfach mal für mich in Anspruch, ich bin besser geworden. Ich bin meistens zufrieden, manchmal nicht. Also ich bin der Meinung, dass ich Humor habe. Auf andere Leute wirke ich manchmal wie ein Witzbold. Ich bin der Meinung, dass ich tolerant bin. Andere Leute behaupten sicherlich nicht ganz zu Unrecht, dass ich recht apodiktisch sein kann. Und und jetzt muss ich noch mal was Positives über mich sagen. Ich halte mich für einen ziemlich fleißigen Menschen. Wenn ich richtigen Scheiß mache, der verlässt das Haus hier nicht, dann mache ich das nochmal.